Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache! Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Hauptmann. Danke. Die Götter segnen dich. Er ist zu stark! Verdammt! Zu gütig. Vielen Dank. Was? Hey, was? Danke. Die Götter segnen dich. Er ist zu stark! Verdammt! Hey!
ein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Was? Hey! Hey, was? Odin, όραν που λύμει τη μηχανές την Ράιξελη. Τέραν δε και τρίτη νερωμένη σε δισκέφτεο. Δίνησε τη στιά. Όραν που λύμει τη μηχανάστη. Όι, της Μέιζονος Αφροσύνης. Hier sollte ich vorsichtig sein. Eine Leiter. Hm.
Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ah, ein Schlüssel. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Was hast du hier? Hey! Ich schläg dich auf! Sei unbesorgt. Hey, was? Stirb, du Sau! Was? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Verdammt! Bloß nichts riskieren. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Eudorus ist im Badehaus. Hey,
Gloria's Palast Gerasma da Tudanestina. Sei Kyogi Neste. Oh, da kek me no. Dice un Neste. Vedes lecto mi. Gloria's Palast Gerasma da Tudanestina. Papa, bevian. Τι ουν γέγονε! Ιδείς ορμάσι του τον την είδω. Arresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Kyros Frau, wählt seine die Pferde. Doch nicht aus hier zu kommen. Gar nicht. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Halt! Hey, was? Das war's. Stirb! Helft mir! Dieser Mann ist völlig von Sinnen! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. War doch so schön. Es ist Eudoros, arme Seele. Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich habe Besseres zu tun. Deine Zeit ist um. Alarm! Angriff! Oh, Giorgio, auf Ah!
Αφροσύνης. Άση, διτάση. Ιδιώτην. Ωραν που λίμι τη μηχανές την Ράξερ. Μουρίας παρασκευάσματα ζητά εσύ. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sika-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen, erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sika-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Oh. Verdammt, ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Hm.
Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Αμάξα ελάβνης γαρκαγίστεος, αμέλισον. Oh,
200 Drachmen auf Prasina. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt. Seine Siege gezählt haben, statt seiner Jahre. Hielt ihn für alt und nahm ihn uns. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler?
Heliodorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bajek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Bleib stehen! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Du hättest nicht herkommen sollen! Ein einfacher Schuss! Ey, was? Stirb, du Sau! Scheiße! Ich blitze dich auf! Schuss. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ich hab das Ziel in Sicht! Kein schwerer Schuss. Bitte vergiss mich nicht. Danke, dass... War äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Ich hätte sie alle selbst umgebracht, aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Aya
Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Verdammte Schriftrolle. Neck. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe. Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns.
In der Villa erfährst du mehr. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Wo ist nur dieses Mädchen? Ruja, wo treibst du dich rum? Wo ist nur... Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her, fang du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere es dir. Sie hat mich mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun? Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Heodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Heodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten.
wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der K. unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen